Secret of Lulu Island. Die Erkenntnis auf der Bergspitze, dass ich hier auf der falschen und dann auch noch unbewohnten Insel gelandet bin, war natürlich dramatisch. Mit schweren Gedanken sammelte ich erst wieder mein Survival Pack ein, befüllte dann nochmal meinen Wasserkanister, leider übrigens immer noch kaputt, und zog dann weiter an der Küste in der Hoffnung, einen guten Platz für die Nacht zu finden. Und was ich dann sah, war wieder eine dieser Traumbuchten hier auf der Insel. Wenn ich hier zum Spaß wäre und Urlaub machen würde, würde ich mich glatt in dieses Paradies hier verlieben. Leider war dies hier aber nun mal ein allzu ernstes und mittlerweile vielleicht sogar gefährlich werdendes Abenteuer. Jedenfalls, diese Bucht hier erschien mir bestens geeignet für die Nacht, weil sie nach hinten nämlich einen leicht höhlenartigen Schutz bot. Außerdem wollte ich mir jetzt endlich mal die Zeit nehmen, mir den Ast genauer anzuschauen und vor allem natürlich das Symbol auf dem Ast. Doch dann geschah etwas Seltsames. Je länger ich mir das Symbol anschaute, desto unklarer wurden meine Gedanken, fast so wie in einer Hypnose. Beim Betrachten des Symbols entschwanden mir alle Gedanken und ich hatte somit keine Idee, was es bedeuten könnte. Bitte, wenn jemand von euch da draußen eine Idee hat, postet es in die Kommentare. Danke euch. Ich gebe jetzt erstmal auf hier und baue mein Nachtlager auf. Ihr seht hier, das ist eine ganz coole Höhle. Und wenn man mal nach oben guckt, selbst wenn es regnen würde, würde ich geschützt sein. Sieht auch nicht so aus, als sei das irgendwie einsturzgefährdet oder so. Also eigentlich ein ziemlich optimaler Spot hier. Wer weiß, vielleicht bleibe ich hier länger, vielleicht ziehe ich aber auch noch weiter, je nachdem, was hier so passiert und wie sicher ich mich jetzt hier in dieser Nacht fühle. Ansonsten lasse ich jetzt die Kamera erstmal ein bisschen laufen und ihr beobachtet mich, wie ich dieses Nachtlager hier aufbaue. Ja, Lager ist eigentlich völlig überzogenes Wort, das ist eine Isomatte und viel mehr ist das ja eigentlich nicht. Guckt mal hier, seht ihr den Verschluss? Seht ihr dieses abgebrochene Plastikteil? Das Ding war dafür verantwortlich, dass Lulu und ich ja auf dem Rettungsboot fast verdurstet sind, weil wir ja viel zu schnell das Wasser verloren haben. Ey, also rückwirkend betrachtet, war das echt lebensgefährlich. Guckt mal, und das hier sind die Töpfe, die ich mitgenommen habe. Leider habe ich den Bunsenbrenner, um die Töpfe zu beheizen, irgendwie verloren. Bringt mich aber auch auf die Idee, dass man mal langsam wieder richtig was essen könnte. Lulu hat zwischendurch mal einen Fisch von mir bekommen. Das war so ein angespülter Fisch, der war tot. Den hat sie gegessen. Ich weiß gar nicht, ob ich selbst überhaupt einen fangen könnte. Und ich ernähre mich hier von Früchten und Beeren, von den Sträuchern und Bäumen. Und wisst ihr was? Es ist so ein schöner Abend. Jetzt habe ich eine Idee. Ich mach es wie Elvis und lege einen Moonlight Swim hin. Es ist zwar noch nicht ganz Nacht und dunkel und der Mond ist noch nicht draußen, aber diese Abendsonne jetzt hier, die ist doch sehr verlockend und das Wasser ist so klar und ist ja fast spiegelglatt heute, keine Welle. Höschen aus, hab auch nichts drunter. Und jetzt muss ich mal schnell die Kamera umschwenken, denn wenn ich jetzt das T-Shirt ausziehe, soll man ja nicht mein Popöchen sehen. So, und jetzt rein ins kühle Nass. Boah. Freunde, das hier ist das Geilste, was es gibt. Guck mal, seht ihr, wie klar das Wasser ist? Wahnsinn. Oh, gerade nach so einem anstrengenden Tag wie diesem hier. Oh. Genau die richtige Erfrischung. Die Sonne geht jetzt gleich unter. Es wird sicherlich gleich ein bisschen kühler. Ich ziehe mich jetzt in unsere Höhle zurück, damit ich... Habt ihr das gehört? Scheiße, was war das? Ich ging dann also ganz schnell aus dem Wasser raus, um nachzuschauen, was passiert war. Dieses Geräusch, Freunde, war so gruselig. Und ich habe natürlich sofort entdeckt, was hier passiert war. Der Stock steckte nicht mehr an der Stelle im Sand, wo ich ihn eingesteckt hatte. Und das kann nur eines bedeuten. Ich bin nicht allein auf dieser Insel.
wenn ihr keine Folge meiner Schatzsuche mehr verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen.